Also das mit dem Hausboot war für mich eigentlich immer eine vorübergehende Lösung. Und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, was da für ein Jahr auf mich zukommt. Aber ja, wir haben einfach losgelegt. Hier? So? Lina, andersrum? Lina? Ihr habt doch gesagt, ihr sollt nicht in die Kamera schauen. Ich bin Jill. Ich bin Lina. Ich bin Marlen. Ich bin Ole Grigoleit und wir leben seit 10 Jahren auf dem Hausboot. Ich glaube, dass man die Jahreszeiten auf dem Hausboot noch ein bisschen mehr zu spüren bekommt, einfach als in einem, keine Ahnung, Steinhaus oder so. Man hört den Wind, man spürt, wenn es schwankt, wenn es windig ist. Man ist halt einfach noch viel mehr verbunden mit der Natur. Ja, der Winter ist natürlich hier ziemlich einsam. Die Leute kommen nicht mehr zu ihren Booten. Besuch kommt auch selten aufs Land, wenn es nicht schön ist. Also die wollen ja alle den Sommer genießen und also auch Freunde kommen eher im Sommer. Selbst meine Mutter kommt lieber im Sommer als im Winter. Ich kann es zwar nachvollziehen, dass alles grün, da ist es hier echt ein Paradies. Im Winter ist es halt eine trostlose Geschichte hier manchmal. Und wenn man sowieso schon so ein bisschen winterdepressiv ist, dann ja, dann muss man da einfach durch und freut sich so, wenn dann die ersten Sonnenstrahlen kommen und die Vögel einen morgens wecken. Das ist schon ganz schön. Wir hatten im Prinzip kein geregeltes Einkommen, also beide nicht. Ich war gerade selbstständig, ganz frisch, und Jill war gerade mit dem Studium fertig. Und wir haben halt keinerlei Rückmeldung von den Vermietern bekommen für eine Wohnung in Hamburg. Und dann haben wir halt überlegt, was könnten wir jetzt machen. Ja, und dann kam so eine Schnapsidee mit dem Hausboot auf. Und irgendwie, wie der Zufall will, habe ich gerade im Hafen gearbeitet. Der Hafenmeister hat gesagt, klar, könnte ich hier machen. Und dann haben wir auch schon angefangen. Dann hat Ole irgendwann gesagt, weißt du was, ich baue uns einfach was. Ich so, wie, ich baue uns was? Ja, ich baue uns ein Hausboot. Ich dachte, das ist klein und eng und ungemütlich und wackelig und feucht. So, das war meine Vorstellung. Und niedrig, dass man da geduckt durchlaufen muss, sowas. Und dann hat er bei eBay so einen alten Rumpf gefunden, einen alten Stahlrumpf von 1933 ist der. Der hat, ich weiß gar nicht, 6.000 Euro gekostet oder so. Der Rumpf war vollkommen verrostet. Die Hütte, die da drauf stand, die drohte einzustürzen. Und es war wirklich nichts drin. Also drin war wirklich gar nichts. Man sah auf dem direkten Stahlboden oder das, was noch Stahl war davon, hauptsächlich Rost. Es roch widerlich, wirklich muffig. Und wir haben es trotzdem gekauft und dachten auch, wir haben ein tierisches Schnäppchen gemacht. Und dann kamen die Probleme mit den Behörden. Aber ja, wir haben einfach losgelegt. Also man muss das Ding ja erstmal da wegbekommen, wo wir es gekauft haben. Und das stand halt im Naturschutzgebiet. Und man darf ein Boot ab 15 Meter nur schleppen, wenn das eine Schwimmfähigkeitsgenehmigung hat. Hatten wir natürlich nicht. Um die zu bekommen, muss man raus. Geht im Naturschutzgebiet aber nicht, weil da darf kein Kran reinfahren. Entsprechend haben wir dann ein teures Gutachten bezahlt dafür, dass jemand mit dem Stock einmal auf dem Rost rumkratzt und sagt, für einen Tag schwimmt das. Das heißt, wir dürfen das da wegschleppen. Dann brauchten wir schifffahrtspolizeiliche Schleppgenehmigung und so weiter und so fort. Und da wir auf der Überfahrt auch fast gesunken wären, brauchten wir auch direkt einen Kran, der uns dann morgens rausgeholt hat. Ja, und dann ging die Schweißereien los. Und im Prinzip ist das Projekt auch ohne Planung einfach Stück für Stück gewachsen. Dann haben wir den Rumpf wieder ins Wasser gehoben. War auch alles dicht. Ist immer noch alles dicht. Ja, und dann ging der Holzrahmenbau los im Prinzip. Also die alten Holzteile standen zum Teil noch, die Wände zumindest. Und wir haben ja noch eine zweite Etage raufgebaut. Im ersten Winter hatten wir hier noch ein mobiles Rollklo mit also einem Rollbrett mit Toilette und dahinter Spülkasten und einer Pumpe für das Abwasser mit Schlauch durchs Fenster in den Gulli gepumpt.
Genau, das war oben war gar nichts fertig. Da war im Prinzip eine Leiter, die da hochstand. Und wir haben hier unten in einem Zimmer, das hatten wir sauber, da war die Tür vor. Das spätere Badezimmer, da haben wir drin gewohnt und das Bett drin gehabt. Teilweise war es auch wirklich so, dass das Wasser hier wieder eingefroren war. Man durch den Schnee gestapft ist, um sich einen Kanister Wasser zu holen für den Tag. Und der Hund leckte an seinem Eisklumpen im Napf. Hat ein bisschen gebraucht, bis sich das entwickelt hat. Das Leben auf dem Hausboot ist vorwiegend eine Grauzone. Es gibt die Möglichkeit, das offiziell alles genehmigt zu bekommen. Weil an sich gibt es keine Richtlinie, die dagegen spricht, aber halt auch keine, die es ganz klar erlaubt. Müsste dringend mal jemand sich an den Tisch setzen und klare Richtlinien irgendwo aufsetzen, damit man nicht über irgendwelche Grauzonen sich das erkämpfen muss. Das war echt unser Sechser im Lotto, dass wir da nach 2 Jahren ja schon dann den Hafen noch dazu gefunden haben, weil der Liegeplatz ist das größere Problem. Also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, der weiß, eigentlich muss man erst einen Liegeplatz haben, bevor man sich ein Hausboot kauft. Und das hatten wir nicht gemacht, weil wir uns vorher Gott sei Dank nicht so sehr damit auseinandergesetzt haben, sonst hätten wir es wahrscheinlich nie gewagt. Und hatten dann eben das Glück mit dem Hafen. Ja, also es war nicht so, dass jemand uns einen Hafen zum Verkauf angeboten hat. Also es war tatsächlich so, dass er uns damals sagte, unser Vorgänger hier, für eine Kiste Bier würde der Richtige das bekommen. Es war eher so ein, weil das sein Lebenswerk ist, wollte er es in gute Hände geben. Am Ende haben wir weit mehr als eine Kiste Bier bezahlt, aber es ist nicht so, dass hier jemand kommt mit Geld und kauft das. Das hätte er niemals zugelassen. Hat schon jemanden gesucht, der auch da irgendwo sein Herzblut reinsteckt. Hat er gefunden, würde ich sagen. Das war einfach total schön, weil ich da auch viel mehr Kräfte sammeln konnte, so in den Pausen, ne, weil es gemütlich war und ich zu Hause war. Ja, und 22.20 Uhr war sie dann da. Und da vorne in der Ecke auf dem Fußboden, da ist sie dann geboren. Wir haben hier das rote Hausboot, auf dem wir wohnen, was Ole vor 10 Jahren gebaut hat. Und dann haben wir das neuere Hausboot, was Ole vor 3 Jahren gebaut hat, was wir als Ferienhausboot vermieten. Und dann baut er jetzt gerade noch eins. Unter dem weißen Zelt. Also tatsächlich, ich meine, wir wohnen jetzt seit 10 Jahren auf dem Hausboot. Und ich kenne es nicht anders. Wir kennen das Leben zu viert auf dem Land nicht, sozusagen. Und für uns ist es einfach Alltag, für uns ist es einfach unser Leben. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, das ist was ganz Besonderes. Das ist vielleicht auch, was so ein bisschen schade ist. Die Leute, die hierher kommen, um Urlaub zu machen, die sitzen auf der Terrasse von einem Ferienhausboot und genießen das in vollen Zügen, weil sie es nicht kennen. Und für uns ist es so normal, dass wir uns echt ab und zu mal wieder daran erinnern müssen, wie schön wir es hier eigentlich haben. Als sie angefangen haben, sich mit anderen Kindern zu verabreden und zu sehen, dass die auf dem Land wohnen, da dachten sie erst, oder da haben sie dann öfter mal gesagt, wir wollen das auch, weil was anders haben ist nicht unbedingt immer positiv bei Kindern. Wir wollen dann ganz gerne so sein wie andere. Es ist nicht so schaukelt, dass das Wasser nicht bei denen ist. Dass man das nicht sieht, das Wasser, wenn man aus dem Fenster schaut. Und dass man, wenn man aus der Tür geht, dass man dann keine Brücke hochgehen muss. Ja. Bei Line fängt es jetzt schon an, dass sie auch merkt, besonders ist auch toll. Und dass sie da teilweise eher in Richtung, ich bin was Besonderes. Also dass sie dann doch anfängt, damit anzugeben. Also als wir hierher gekommen sind und den Hafen übernommen haben, haben wir einfach festgestellt, dass man davon nicht leben kann. Das Geld reicht einfach nicht. Unser Einkommen setzt sich aus vielen verschiedenen Dingen zusammen. Also wir betreiben ja den Hafen seit 7 Jahren jetzt schon.
Dann baut Ole ja seine Hausboote. Das ist ein großer Punkt. Das ist im Prinzip sein neuer Job. Und jetzt arbeite ich seit einem Jahr auch angestellt als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ist schon eine Herausforderung. Also als ich den Job letztes Jahr angenommen habe, das war noch kurz vor Corona. Ich hatte das Vorstellungsgespräch am 5. März. Als ich die Zusage bekommen habe, ging es los gerade. Und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, was da für ein Jahr auf mich zukommt. Oder ob ich dann nicht noch mal ein Jahr gewartet hätte mit der Jobsuche, weil ich halt natürlich das irgendwie unter der Voraussetzung gemacht habe, dass ich dachte, die Kinder sind bis um 14.30 Uhr in der Schule und im Kindergarten und da kann ich schön diese 25 Stunden die Woche ohne Probleme abarbeiten, weil die kriegen ihr Mittagessen in der Schule und im Kindergarten und ich komme um 14.30 Uhr nach Hause und die auch und dann hat man den Nachmittag gemeinsam. Und so ist es halt echt mehr als ein Fulltime-Job, weil ich halt irgendwie alles gleichzeitig und parallel machen muss und man ständig das Gefühl hat, allem nicht gerecht zu werden. Also weder den Job gut zu machen, noch irgendwie mit den Kindern noch genügend Geduld zu haben. Und da geht es mir, glaube ich, wie Millionen anderen Eltern in Deutschland oder weltweit, dass man da echt an seine Belastungsgrenzen stößt. Dann haben wir die Ferienhausbootvermietung. Das Problem ist, dass zwar alle Gäste bisher oder die meisten eine Umbuchung machen, also die wenigsten wollen ihr Geld zurückhaben, aber das staut sich halt an. Ne? Also die ganzen Gäste, die letztes Jahr schon nicht anreisen konnten, haben umgebucht auf dieses Jahr und den Billigungskalender halt gefüllt und jetzt geht das immer weiter. Also alle Gäste seit Ostern wieder, denen wir absagen müssen, die buchen alle weiter um in den Sommer oder in den Herbst oder schon auf 2022, ohne dass wir extra Geld verdienen. Ne? Also das sind schon 1.000 Euro, die uns da durch die Lappen gegangen sind seit letztem Jahr. Wir werden nicht ewig auf dem Hausboot wohnen. Aber wir werden auf jeden Fall im Hafen bleiben. Das ist vielleicht eine Turnhalle. Eine Turnhalle? Ja, eine Turnhalle. Line möchte gerne aus dem Hausboot? Ja, eine Turnhalle. Eine Turnhalle aus dem Hausboot machen? Mhm. Ja, eine Turnhalle. Also das mit dem Hausboot war für mich eigentlich immer eine vorübergehende Lösung. So, ich lebe immer in den Tag hinein und da gehört das Hausboot auch irgendwie dazu. Hier aus dem Hafen kriegt mich keiner mehr weg. Also das ist einfach das dritte Kind. Wir möchten ganz gerne an Land was bauen, direkt am Ufer, dass wir trotzdem noch den Blick auf unseren Hafen haben, wo wir dann eine Werkstatt und eine Halle haben, wo Ole seine Hausboote bauen kann und unsere Wohneinheit dann darüber sozusagen. Das ist die Idee. Ja, ruhig normal und die Klappe wieder ein bisschen höher halten. Wir hoffen, unsere Geschichte hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann hinterlasst die doch gerne in den Kommentaren. Und wenn es euch gefallen hat, dann guckt euch doch gerne noch weitere Filme auf dem Kanal an. Aua.